Bei den 12. Kufsteiner Autofestspielen präsentierten die Stadtwerke Kufstein wieder ihre B-Cars. Das E-Carsharing-Projekt hat sich seit seinem Start vor 2 Jahren sehr gut etabliert. Bei uns können die Leute einfach Autos ausleihen für kurze Strecken. Das heißt, man reserviert sich das über die App, kann dann einfach losfahren. Braucht sich nicht ein Auto selbst anschaffen, sondern kann es einfach nützen. Das eigene Auto kostet ja Versicherung, man zahlt ein Leasing, man muss sich ums Reifenwechsel kümmern. Und das alles ist bei B-Car eigentlich nicht der Fall. Das machen alles wir. Das heißt, man nimmt nur die Zeit, die was man das Auto in Anspruch hat, die bezahlt man. Und da haben wir auch ganz freundliche Tarife. Also da sind wir wirklich günstiger, als wenn man ein eigenes Auto hätte. Und sind auch sehr stolz, weil wir mittlerweile über 250 Kunden haben, die was das nutzen. Das B-Car-Netz wird laufend erweitert. B-Car gibt es mittlerweile in 4 Gemeinden. Das heißt, neben Kufstein sind wir auch in Krüssen, in Niedernhof und in Langkampfen vertreten. Und vor allem in Kufstein haben wir mittlerweile 7 Elektroautos, die was ausgeliehen werden können, ganz durch die Stadt verteilt. Da wollen wir auch wachsen. Wir wollen in Kürze auch in Zell beim alten Wohnheim einen Standort eröffnen und möchten eigentlich für die Kufsteiner ein gutes Angebot finden. Vom kleinen Stadtflitzer bis zum komfortablen SUV, die B-Car-Flotte hält für jede Anforderung das passende Modell bereit. Wir sind natürlich laufend dabei zu schauen, was gibt es Neues am Elektroautomarkt. Speziell nächstes Jahr gibt es da einige Neuheiten und wir wollen natürlich auch das Beste für unsere Kunden finden. Momentan haben wir die Renault Zoe, den Nissan Leaf und den Hyundai Kona. Sind von der Ausstattung eigentlich alle sehr gut, sehr hochwertig. Wir haben alle Reichweiten von ungefähr 300 Kilometer. Unser größtes Auto, der Hyundai Kona, was ganz hinten steht, der hat sogar Reichweite von 450 bis 500 Kilometer. Da sind wir erst vor 14 Tagen nach München gefahren und wieder retour. Und das Auto war eigentlich noch über halb voll mit der Akkureichweite. Und wenn es mal wirklich mit der Reichweite knapp werden sollte, da haben wir für unsere Kunden ein Netz aus über 700 Ladestationen, wo man eigentlich auch kostenlos mit diesem B-Cars tanken kann. Also die Reichweite sollte heutzutage keine Probleme sein. Und auch die Autos, man sieht sie, wie sie da stehen, sind ganz normale Autos, wirklich bärig zum Fahren. Zum umweltfreundlichen B-Car-Fahrer wird man in nur wenigen einfachen Schritten. Wer sich für B-Car interessiert, der kann sich ganz einfach bei uns auf der Homepage näher informieren oder kommt zu den Stadtwerken. Dann kann man sich auch anmelden. Wir machen dann eine kurze Einschulung, dass man einfach einmal diese Reservierung mit der App und auch das Fahren einmal live erleben kann, einmal geschult wird und danach geht eigentlich alles selbstständig. Man reserviert sich selbst sein Fahrzeug in seinem Zeitraum. Man kann dann einfach mit seiner Kundenkarte das Auto aufsperren. Man fährt seine Strecke, stellt es wieder zurück und abgerechnet wird das alles automatisch. Also man muss sich um wenig kümmern, es geht relativ problemlos. Wir haben sehr viele zufriedene Kunden und darüber sind wir auch froh und stolz.